Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Immer noch in Loot-Stimmung. Kurz hinterm Tunnel. Es ist anscheinend noch keiner wieder da. Auf die Scheißkiste habe ich da jetzt Bock, ey. Nee, ich glaube, das wird mir zu friemelig, hier noch wegzubekommen. Glaube, jetzt habe ich sie. Ah, jetzt habe ich sie. Sehr gut. Schmeiß die auch mal hier runter. Und dann sieh zu, dass du das Zeug hier noch an Land kriegst. Was sich hier noch lohnen könnte, ne? Allzu viel Zeit hast du nicht mehr, bevor es dunkel wird. Oh. Was ist das denn hier? Eine Kettensäge. Mega gut. Weiß nicht, ob es jetzt Sinn machen würde. Ja, würde es, ne? Hol schnell das Auto. Ich hoffe, das geht noch mal glatt. Dann kannst du es wenigstens hier vorne beladen. Wehe, das spawnt schon wieder was Neues, dann drehe ich ab. Oh Gott, hast du weit weggeparkt. Sicherheitsabstand Deluxe. Aber egal, das ganze Zeug hier kram ich mir nochmal an Land. Ich war auch ganz schön verwirrt beim letzten Mal, dass ich nicht einfach im Lager schon mal nach einer ollen Kiste geguckt habe. Aber ist ja kein Wunder, da kriegst du durch so einen Zombie-Tunnel. Und kommst dann hier in so einem großen Banditenlager raus, wo sie dir auch alleine ankragen wollen. Da geht einem so eine Kleinigkeit schon mal ab, ne? So. Spät haben wir 17:30 Uhr. Eigentlich, wenn du bis 20 Uhr Ruhe hast, kannst du hier nochmal schön was weglooten. Für einen guten Start im neuen Gebiet. Bin sehr gespannt, ob man hier Häuser übernehmen könnte. Liegt schon mal Munition rum, nimm sie mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch hier weggelootet kriege. Scheint mir doch recht üppig zu sein. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen können, ne? So. Und schmeiß hier schon mal einen Haufen Zeug rein. Hast du Hunger? Geht noch. Kannst nachher in Ruhe essen. Hoppla, Entschuldigung. So. Schmeiß den Kram hier nochmal eben rein. Und dann schnell die Taschen vollgestopft. Mal gucken, ob ich jetzt noch wieder finde, wo die ganzen Jungs hier gespawnt sind. Alter. Beziehungsweise gestorben sind. Ah, gib mal ruhig Benzin her. Können wir gebrauchen. Eine Batterie, wer weiß, wofür es gut ist. Da ist noch eine Kiste. Frag nicht lange, was drin ist. Mitgenommen, aufs Auto geworfen. Mir ist auch so. Erstmal egal. So, hier drin war ganze Menge Futter noch, ne? Nö. Ganze Menge ist übertrieben. Hier warst du durch.
Oben hat sie auch alles, ne? Ja, doch, oben hat sie auch alles. Zumindest auf dem Turm. Du müsstest noch auf den anderen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du die ganzen Erschossenen hier noch findest. Und ob deren Loot hier noch liegen würde. Oh, ja, hier schon mal. Oh, hier wird man mal ganz gut mit Essen versorgt. Dann lass mal schnell noch auf den Turm hoch. Ich hoffe, in der Eile übersiehst du jetzt hier nichts. Tatsächlich müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Dass dann irgendwann auch mal dunkel wird, ne? Wie viele Magnum bekommt man hier denn? Molly nehme ich sehr gerne noch mit. Und die Kiste kriegst du hier bestimmt auch raus. Schmeiß einfach runter, wird schon passen. Oh. Gut. Er hat mir nur mal eine Hunting Rifle da gelassen. Oh. Dazu. Schön. Okay, so. Die nochmal raus hier. Würde ich sagen, schlawenzeln wir noch einmal hier so einmal drumherum, was wir jetzt noch übersehen haben könnten. Und dann müssen wir uns auch bald losmachen. Da oben auf dem Turm könntest du nochmal... Die Autos hat sie, ne? Ja, ja. Guck doch fünfmal rein. Hier ist nix. Hier hat's da alles. Um die Container wäre noch recht verdächtig. Oh, da steht. Oh ja, da musst du nochmal hin. Alter, wer hat denn hier gewohnt? Ey, ich kann die Kiste nicht looten. Ah, doch. Munition, her damit. Da ist nichts drauf. Ich bin wieder ein Kreuzworträtsel rum wahrscheinlich. Kriegt man eine ganze Menge von diesem Sprengzeug. Okay. Verdammt noch eins, es wird langsam Zeit. Dass wir hier uns ein sicheres Plätzchen zum Übernachten suchen. Wenn es erstmal auf dem Dach der Tankstelle wäre. Jo, 10 Liter Sprit nochmal, das ist schon mal sehr gut. Ja, komm. Halte ich nicht mehr so lange auf. Du wolltest noch mal eben auf den Turm, aber sonst glaube ich... Hast das meiste mitgenommen. Ich will es zumindest mal schwer hoffen. Schon.
Die Regale hast du abgeräumt. Oben auf dem Dach könnte noch was sein. Geh noch kurz auf den Turm und dann weg hier. Und fall jetzt nicht runter, bitte. Und stirb nochmal dumm. Noch eine Hunting Rifle. Jetzt kriegen wir sie aber hinterhergeworfen. Mal gucken, lag da auf dem Dach noch was? Nö, das sieht nicht so aus. Okay, dann lass uns abdüsen fürs Erste. Das Problem war die Kiste, weil die zu weit vorne stand. Ja. Alles klar, ich glaube, wir versuchen es zumindest mal an der Tankstelle. Ist das weit genug weg für den Sniper? Frage 1. Frage Nummer 2. Ich komme tatsächlich aufs Dach. Okay. Das heißt, wenn hier keiner spawnt, könnte ich hier halbwegs sicher meine Nacht verbringen. Bevor ich das endgültig austeste, speichere ich aber lieber nochmal ab. So, wie sieht's denn aus? Ich hast ein bisschen Durst. Hunger ist eigentlich noch okay. Aber trinken solltest du schon mal was. Dann ist 19:30 eine super Zeit, nach dem stressigen Tag sich hinzulegen. Ist das zu dicht für einen Sniper? Nee. Sagte er. Und stand nie wieder auf. Bin sehr gespannt. Ah. Ein Uhr wird aufgewacht. Ich drehe mich aber nochmal rum. Ah, und zieh mal durch bis 5. Keine Ahnung, ob da jetzt wer wäre. Mach mal ganz vorsichtig hier runter. Dass hier keine, nicht die Geräten brichst. Und dann. Die sind nun nicht wieder da, ne? Ich will nämlich mal hier noch ein bisschen Zeug reinräumen. Ein paar Hunting Rifle und so ein Gedöns. So, hier ist noch ein bisschen kaputter Schrott. Dann looten wir nämlich nochmal die Tankstelle. Ganz in Ruhe. Da war ja keiner drin. Das hatten wir jetzt schon festgestellt. Aber eine Menge zu beißen. Und ein paar andere Kleinigkeiten, die du bestimmt ganz gut gebrauchen kannst. Huh. So, da bin ich aber froh, dass das halbwegs ordentlich hingehauen hat hier. Und ich freue mich schon sehr auf die Farm. Oder diese kleine Stadt, die wir da. Keine Ahnung. Ansiedlung, ein paar Häuser, die da standen. Schauen, was es da so gibt. Hier gibt es Tüchers.
Mal schauen, wo wir hier unsere Base aufschlagen können. Hast du alles? Ich glaube, das Wichtigste hast du eingesackt, ne? Willst du die Autos abbauen, dass du ein paar Komponenten hast? Könnte eine gute Idee sein. Aber nur, wenn du den Hammer hast. Sehr gut. Auf der 1 hämmern wir mal los. Müsste mir jetzt so einige Sachen neu bauen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht erstmal nicht mehr so schnell zurück. Halt. Was ist denn los? Aufgestaute Aggressionen? Dass man nochmal drauf rumhämmern muss. Ich will zumindest hoffen, dass man hier irgendwo sich mal schick ein bisschen einrichten kann. Wir schauen mal. Hier hinten scheint es ja nicht groß was zu geben. Da war nur der Tunnel. Ja, wir machen eins schön am anderen. Ne? Wir gucken jetzt erstmal hier rein. Bevor wir die Straße weiterfahren. Ja, da gibt es schon ein bisschen was zu sehen. Frage ist, kannst du hier irgendwo relativ safe wohnen? Richtige Basen zum Übernehmen wird es wohl nicht geben. Ich denke mal auch keine Banditen, sonst hätten sie dich beim letzten Mal, als sie hier war, schon abgeknallt. So, lass mal hier vorne um die Ecke gucken. Aber so ein Pfeil kannst du dir schon mal erlauben. Apropos Pfeil. Schon wieder den einen oder anderen gelassen. Wow. Da glibbert so rum. Aber warum ist die da drin? Ich komme doch da gar nicht rein. Oder kann ich die ganze Bude jetzt abfackeln mit Molly? Ah, ich kann die Tür öffnen, okay. Was? Was ist jetzt denn los? Und hier sind überall diese Schlabberpflanzen. Bin hier aber froh, dass wir so einiges zum Brennen mit haben. Um da ein paar von abzufackeln. Das wird mir eine Freude sein. Oh, gibt's hier noch was? Nee. Okay. Es waren zwei. Ach, da guck mal. Ja, sicher. Durch die Wand, ist klar. Ey, scheiße. Das ist doch ein Arschlochverhalten. So, warte mal. Es gibt hier Sachen. F anzünden. Ja. Warte mal, hier. Hier können wir auch nochmal rein, ne? Jo. Da ist auch so ein Ding. Wollen wir es abfackeln, oder wie?
Oh Gott, zwei Stück Minimum. Vorne war auch noch einer, sind drei. Vielleicht nehmen wir uns erstmal ein Tickchen einfacheres Haus. Puh. Komm, lass mal hier drüben gucken. Ich habe ja nur zwei Mullis bis jetzt. Müssen wir erst nochmal eine komplett aufgewertete Werkbank hier aufstellen, ne? Wahrscheinlich. Das stehst hier mit dem Mulli in der Hand, machst die Tür auf, laufen zwei Zombies auf dich zu. Dann weiß ich doch schon wieder. Oh, hier kommst du gar nicht rein, scheiße. Und? Okay, dein erstes prima Haus. Und du hättest sogar eine Schaufel hier. Wie auf der Farm findest du da vielleicht auch ein bisschen Mais oder sowas. Aha. Versuch mal dann. Das Haus sieht genau. Da ist auch ein Zombie drin. Jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel besser. Alter. Alter. Wie weit die immer nach links ziehen, ist mir schon fast ein bisschen unverständlich. Oh. Ach komm, mach's doch einfach so. Zack. Nein. Na ja, gut, von mir aus. Gib mir da Loot. So, irgendwie ein bisschen finster hier, ne? Wie spät haben wir? Okay, es ist natürlich erst 6 Uhr. Irgendwie dachte ich, es wäre schon später. Komm her, mein Freund. Stirbt es? Warum stirbt's nicht? Okay, es muss anscheinend, lass mich raten, draußen sein. Das ist doch wieder bescheuert. Da ist noch so ein Ding. Die hört jetzt auch nicht mehr auf, ne? Die Kackbratze. Auch eine, ja. Aber die ist jetzt schon draußen. Komm, zünd noch mal bitte an. Okay, das stört die nicht im geringsten. Wow, wie geht's mir? Eigentlich ziemlich gut. Das Problem an der Sache ist nur, boah, wie eklig sieht denn das aus eigentlich? Endlich können wir so ein Ding uns mal aus der Nähe angucken.
Aber hübscher wird es dadurch jetzt auch nicht. Oh Mann, oh Mann. Steh mal bitte wieder auf, so. Aber warum hat es nicht funktioniert, Leute? Mit dem... Verbrennen. So, ist hier noch eine? Ey, die ist wieder da. Ja, das finde ich ja jetzt aber bescheuert. Nein! Kann das sein, dass das noch ein bisschen buggy ist? Ich meine, ich frage bloß. Okay, so als erster Test. War es ja vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber erstens, warum sind die wieder da? Zweitens, warum sterben sie nicht am Feuer? Wenn ihr da einen Tipp habt, dann schreibt es mir sehr gerne mal. Weil ich stehe jetzt hier wieder. Oh, ich habe natürlich Geschmack. auf meiner Tankstelle hier rum. Und dass ja, die Biester mich dann irgendwie durch die Wände auch greifen können. Oder habe ich es nicht gesehen, dass da im Bad auch so ein Vieh war? Kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht. Ätzender Kram. Gut, lassen wir uns trotzdem nicht aufhalten. Haben wir ja schon die ganze Zeit nicht. Allen Bugs zuwider. Probieren wir es in der nächsten Folge dann nochmal. Für die würde ich dann tatsächlich erstmal Schluss machen. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr denkt an den Daumen. Schreibt bitte fleißig Kommentare. Es gibt so einiges, was es hier, was mir hier noch ein Fragezeichen aufs Gesicht wirft. Und dann. Oh, ich wusste es. Da haben wir noch Knöchel verstaucht, wa? Bis zur nächsten Runde Mist. Macht es gut. Bis denne. Ciao.